Hallo, ich bin Markus Beckedahl von netzpolitik.org und vom Digitale Gesellschafts e.V. und ich erzähle euch jetzt mal kurz, warum man gegen ACTA auf die Straße gehen sollte. ACTA ist ein internationales Handelsabkommen, was von 39 Staaten im Geheimen, intransparent in den letzten 4 Monaten, 4 Jahren ausgehandelt worden ist. Und wo man das Ziel hatte, gegen kommerzielle Produktpiraterie vorzugehen. Wie das immer so ist, wirft man dann irgendwann alles zusammen, Markenrechte, Urheberrechte, die eigentlich komplett getrennte Felder sind. Und wie das immer so ist, landet man dann sehr schnell bei nicht kommerziellen Urheberrechtsverletzungen. Und wir haben das Problem, das Urheberrecht ist veraltet, verkrustet. Und jeder, der aktiv im Internet ist, jeder, der mit Medien rumspielt, begeht eigentlich die ganze Zeit wissentlich oder unwissentlich Urheberrechtsverletzungen. Insofern brauchen wir ein neues Urheberrecht und nicht eine Zementierung des alten Urheberrechts. ACTA ist undemokratisch, schädlich und intransparent. Schädlich unter anderem deswegen, weil dort eine freiwillige Kooperation zwischen Rechteinhabern und Internetprovidern gefördert werden soll von Nationalstaaten. Wir haben in den letzten 4 Jahren seit Beginn der ACTA-Verhandlungen viele Maßnahmen in anderen Ländern gesehen, was das konkret bedeutet. In Frankreich hat man eine Hadopi-Überwachungsbehörde eingeführt. Menschen soll bis zu einem Jahr das Internet entzogen werden, wenn sie beim File-Sharing erwischt werden. In England gibt es das ähnlich, nur mit einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Dort gibt es eine Warnmodellinfrastruktur und einzelne Provider fangen schon an, in Echtzeit den Datenverkehr ihrer Kunden zu überwachen, um gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Das ist ein massiver Eingriff in das Fernmeldegeheimnis. Und auch in Deutschland hat eine Debatte begonnen, eine Warnmodellinfrastruktur einzuführen. Das ist schädlich, da gibt es ganz viele Risiken und Nebenwirkungen auf Privatsphäre und Datenschutz. Aber ACTA ist vor allen Dingen eine Richtungsentscheidung. Wir wollen das Urheberrecht reformieren und nicht zementieren und deswegen muss ACTA weg. Das EU-Parlament hat im Sommer die Möglichkeit, ACTA oder gegen ACTA zu stimmen. Deswegen müssen wir den Protest noch am Leben erhalten bis in den Sommer. Wir müssen viel mehr Menschen aufklären darüber, dass ACTA schädlich ist, dass ACTA nichts bringt. Und am Samstag gibt es in über 50 Städten in Deutschland Demonstrationen gegen ACTA. Geht dorthin, auch wenn es kalt ist, demonstriert mit vielen anderen gegen ACTA, gegen diese Richtungsentscheidung. Informiert euch im Netz. Wir haben verschiedene Links noch unter dieses YouTube-Video gepackt. Werdet laut, werdet viele und wir haben die Chance, ACTA zu verhindern und ein offenes Internet zu verteidigen.